Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms, Forts, Unterbelagerung. Ich wollte schon wieder 3D sagen. Verdammt. In der letzten Folge haben wir. Oh, es wundert mich sehr abgeschossen. Wir müssen über Verdammt, oh, wo wir ein Wunder für Seth bauen mussten. Und jetzt sind wir bei V. Es reicht. Sie dachten, sie schauen mal kurz bei Seth vorbei, um zu erfahren, was als nächstes ansteht. Und ertappten doch tatsächlich dem Pharao bei einer neuen Missetat. Wie es aussieht, hat der Pharao klammheimlich eine Festung gebaut. Das dürfen sie nicht zulassen. Und dabei wollten sie doch nur eine Tasse Tee trinken und ein kleines Schwätzchen halten. Aber diese sind jetzt beide gestrichen. Oh nee, kein Tee. Na gut, Pharao, dann gibt's jetzt eins aufs Maul. Weiß auch nicht, was so schwer daran, was so ein schweres Verbrechen jetzt ist, eine Pyramide, eine Festung zu bauen. Aber egal. Ach, das ist die Mission, die man eine Demo spielen konnte damals für den PC. Daran erinnere ich mich noch. Ah, das alte Grab vom Bogibamun. Okay. Seine Geheimnisse bleiben 1000 Jahre lang vor neugierigen Augen verborgen. Die Mission kenne ich noch aus einer Demo damals. Sehr schön. Ob ich die jetzt da schaffe, das ist jetzt ein Problem. Nun, jetzt sind sie hier. Das sieht recht ruhig aus. Wo mag der Pharao nur sein? Bestimmt steckt er hier irgendwo. Ah, da ist er. Na, na, na. So geht das aber nicht. Oh, der ist aber wütend, was? Keine Ahnung. Du. Er brennt wohl geradezu auf einen Kampf. Okay. Dem Pharao anzugreifen kommt offenbar nicht in Frage. Warum nicht? Wenn Sie den Wurm nicht töten können, dann versuchen Sie doch die Gebäude zu zerstören. Meine Güte, hat er viele Gebäude. Aber Sie brauchen zuerst das. Ach, das. Okay. Oh, und die da. Lass mich raten, ich habe noch gar nichts, ne? Wo ist eigentlich Seth? Ja. Sollte er nicht das machen? Sollte er nicht das machen? Na gut, auf sie mit Gebäude. Ich noch nicht, nein. Sie müssen um jeden Preis überleben. Zerstören Sie die Festung des Pharaos. Ziehen Sie auf die Schwachstellen in der Verteidigung des Pharaos. Muss ich jetzt Wenneck gegen alle auf einmal stellen? Und Worms hat er jetzt schon wieder Schaden bekommen. So, als erstes mal Standpunkt setzen. Bams. Dann versuchen hier irgendwann einzusammeln, würde ich sagen. Ein Turm, ja super. Hat's voll gebracht. Kann ich nicht auch eure Dinger hier benutzen? Ja, verreck. Das war nicht gut. Ich treffe mich ja beinahe selber. Ich überhaupt was getroffen? Das war zu wenig. Pharao und his henchmen machen sich bereit. Oh nee. Etwas zerstört bekommen wäre vielleicht sehr gut gewesen, aber naja. Au. Ich meine nicht auch, ich wurde nicht getroffen. Bams. Ich glaube, ich kann ja nur irgendwie mein Ding erstmal machen. Ja, versuchen wir mal. Ist irgendwas hier schon ein bisschen angekratzt? Nee. Ich treffe das Ding da hinten nicht. Aber du gehst jetzt darüber. Sehr gut. Als wenigstens gebracht. Wie hat er nur so wenig abgezogen? Ich hätte mich vielleicht da wegbewegen sollen, verdammt. Was soll ich denn das machen?
Da ist eine Burg, ne? Nicht ein Bergfried, oder? Oh Mann. Boah, zum Glück. Der hat sich beinahe sein eigenes Ding abgefackelt. So, ich sammle mal ein paar Sachen lieber ein. Vielleicht gibt es ja irgendwelche geilen Waffen, die ich bauen könnte. Was wo? Mini-Kanone, okay. Ich versuche mal das hier kaputt zu machen oder das. Ich verlasse mal kurz meinen Standort hier. Aber wirklich, ich werde von nichts getroffen, weil sonst fahre ich da wahrscheinlich runter. Nein, er kommt auf mich zu. Oder auch nicht. Die gehen jetzt wahrscheinlich auf meine Festung los, oder? Nein, wie kannst du es wagen? Ah! Also meine Pyramide, verdammt, macht die doch nicht kaputt, Mann. Die braucht wenn der Knoch. Oh, du Sack. Na gut, keine Ahnung. Ich muss versuchen, mich da weiter zu prügeln. Vielleicht sollte ich erstmal die Typen hier alle erledigen. Was sind denn da für Sachen auf einmal hergestellt? Gespawnt. Ich wurde getroffen, leck mich. Ich fahre in Zeitlupe runter und ich bin beinahe tot. Was? Boah. Ey, warum platzieren die da so Kacke? Kann ich mit Gebäude reparieren, überhaupt mein Dings hier reparieren? Meine Festung? Schießt du gerade auf meinen Turm? Nein, okay, gut. Ich werde versuchen, da irgendwie den Turm kaputt zu machen, damit ich mal was Größeres bauen kann. Den jetzigen Waffen kann ich nichts anrichten, habe ich so das Gefühl. Na gut. Was haben wir denn hier? Ich habe eine Mini-Kanone gerade aufgesammelt. Was ist das denn? Ach so, hier. Warum ausgerechnet mit dem Teil? Ich kann mit dem Teil nicht so gut schießen, habe ich so Gefühl. So, habe ich da pulverisiert? Nein, das gibt's nicht. Willst du mich verarschen? Okay, der kann nur Granaten werfen. Brauche Bergfried, ganz ehrlich, brauche Bergfried, sonst kann ich nichts machen. Das könnte ich sogar Dinge treffen. So. Nochmal. Ich könnte jetzt mit einer Bazooka darauf schießen. Dann habe ich noch irgendwas anderes. Ich habe eine Idee. Dann kann ich dich auch noch treffen. Hoffentlich. So. Wäre wohl vier irgendwie abziehen, oder? Weil diese da oben sind Dingen. Ich hab das nicht getroffen, was? Was ist das? Ich hab, das hat noch ein KP. Willst du mich eigentlich verarschen? Was, Oh Mann. Ja, versuch mal da wieder reinzugehen. Ah, jetzt muss ich noch einen Zug hier verschwenden. Boah, leck mich am Arsch.
Nein, nein. Nein, du gehst jetzt nicht auf meinen Turm, oder? Boah, das ist doch jetzt nicht fair. Ey, das ist jetzt unfair. Ich kann ja gar nichts machen gegen die. Willst du mich verarschen? Jetzt ganz ehrlich, was soll ich denn dagegen machen? Ist mein Turm sogar weg. Kann ich ja gar nichts machen. Zack, Gesichter, ey. Ja, meine Güte, ey. Oh, ein KP, ey. Habe ich mal ein KP da Ding getötet, ey. Jetzt kann ich da nichts bauen, weil mein verkackter Turm weg ist. Danke. Das ist nicht fair. Was soll ich denn jetzt machen? Ich jetzt ein paar Bazookas auf das Viech schießen oder was? Hört mich doch mal. Ich will gerne sehen, wo du hinschießt. Danke. Ja, schon wieder diese Leute, die mich aufregen in den Spielen. Oh Mann. Ich kann hier nichts bauen. Warte, dafür müsst ihr sterben. Na, warte, jetzt gehe ich auf euch los. Ich kenne meine Zielgenauigkeit, ja. Ich weiß, da war ein bisschen Wind, aber der war. Hä? Was ist. Oh. Was ist denn das für eine Logik? Oh, nee. Vor allem, die tun ja die ganze Zeit mein scheiß Ding in die Hand schießen. Ich kann nichts dagegen machen. Hey, ich kann gar nichts machen, ey. Leck mich. Dann kann ich jetzt wieder meinen Turm bauen. Was? Ich kann eine Burg bauen? Okay. Versuch mal, die abzureißen. Wieso kann ich denn schon Dingens bauen? Hä? Egal. Was jetzt nur, dass ich euch fertig mache damit. Wo ist das Ding? Was kann ich denn hier abreißen? Das kann ich abreißen. Dann geht er runter. So, jetzt ist das Ding nach rechts auch weg. Jetzt komme ich immer näher. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt aber schon links bauen kann. Okay, er kommt dran, sehr gut. Ja, jetzt hat sich die Situation doch ein bisschen geändert, finde ich. Pharao hat gar nichts drauf. Ja, da, hier kann ich Gold vergessen, habe ich so das Gefühl. Ich halt mir jetzt so wichtig ist, aber was soll's. So. Machen wir mal das hier. Hat es nicht so gebracht. Verdammt. Ich kann mich nicht bewegen. Mal die mit den verkackten Dingen hier. Haut er schon ab. Ja. Am besten. Wäre, wenn ich das Viech kaputt mache, genau. Zum Glück schießen die ganze Zeit nur auf meinen Dingen hier. Meiner Festung. Sie rühren Benek irgendwie nicht an, absichtlich. Ach man. Ding ist gleich weg, leck mich. So, kann ich irgendwo noch was hier bauen?
Ja, jetzt schlag ich mal auf euer Scheißding. Hoffentlich treffe ich auch. Boah, das war ein Volltreffer fast. Nein, Mann. Oh. Ja, noch so ein Treffer. Und dann noch was und dann fliege ich weg. Oh nein, mach kein Mist. Am besten wäre, wenn ich das Ding abgeholzt hätte. Wenn alle deren Gebäude hier weg. Ja, du wirst doch jetzt nicht einen Volltreffer landen, oder? Du doch nicht. Nö. Sehr gut. Ihnen wehtun. Einfach so. Schon wieder ist eins da an dieser beschissenen Stelle gelandet. Ja, jetzt noch mal das Ding. Hallöchen, na? Hoffentlich sind ein paar gestorben. Ja, sehr gut. Und der Priest wird betrauert. Und mal das Ding weg. Ja, ne? Das Ding weg ist, dann können all deren Gebäude erstmal einpacken. Erstmal einparken. Boah. Dann nichts mit hier Ballista und so was, ne? Und dann konzentrieren sie sich wahrscheinlich auf Vanek, ne? Das wäre auch nicht gut. Mosaka, Mosaka. Nein, er zieht jetzt auf. Ne, er zieht nicht auf Vanek. Nein! War ein bisschen zu weit. Du werfst deine Mexikaner auf mich. Schufte, Mexikaner, Schufte. So, dann jetzt noch ganz schnell das Wupsala-Ding in ihr kaputt hauen. Zusammen mit den Decomposing Slave. Und dann adjust zu ihren Gebäuden. Sehr schön. Auf dem Nichtbaufeld, ey. Da ist er verreckt. Bis dahin, den Composing Slave. Ja, das war gut. Das war sehr gut. Boah. Salut zu mir und der Pharao. Ja, jetzt muss ich nur den einen erledigen, dann ist der Pharao sowieso kein Problem mehr. Granate! Ma! Trifft er sogar leck mich. So, jetzt nur noch du. Mit einem Schutzburg. Ha. Hallöchen, was ist denn mit dir? Ich hoffe, ich treffe dich von hier aus. Mal gucken. Boah, Volltreffer. Wen haben wir wohl getötet? Was? Wie 25? Rotten Reject. Grübelt nach, wie es weitergeht. Ja, irgendwie ist die Situation jetzt verzweifelt für euch. Baut doch nichts Neues, sehr gut. Versuchst du auch Vanek zu schießen? Nein. Ey! Wo ist die Kante von meinem Bergfried kaputt gehauen? Oder mein Schloss oder was auch immer. Burg. Na. So. Ey, da ist ein Grabmal, was soll das? Schutzburg erforderlich, okay. So, versuchen wir mal das Ding jetzt wegzuhauen. Das müsste erreichen, glaube ich. Boah. Ich habe eindeutig gewonnen. Und der Pharao explodiert.
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sie ihm wirklich gezeigt. In der ägyptischen. Aber da kommt bestimmt wieder. Okay, anscheinend nicht. Ich dachte, da wäre schon am Ende der ägyptischen Story. Schon da gerade. Irgendwie in weißer Schrift. Möchten Sie Ihren Fortschritt speichern? Natürlich möchte ich das. Frag mich das doch nicht immer. Was soll denn das für eine doofe Frage? Sehr gut. Dann haben wir ägyptischer Grabstein. Gesehen und Seth Ra und atmen das Arsenal. Wir haben Gold. Wie zum Teufel haben wir Gold bekommen? Das habe ich nicht verdient. Seth ist einkaufen gegangen. Ja, gut, dann würde ich sagen, die nächste Mission machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Worms Forts unter Belagerung. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.